So Leute, wir sind wieder da. Der Chris und ich. Der ist was wieder am Start. Wir machen ein Video. Gell, Chris? Doch, kann man. Im letzten Video konnte man nicht aufhören. So, es geht los. Bis zum Abschluss. Und los geht's. Jetzt sehen wir hier die Aufstellung der DFB-Frauen für heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Frankreich. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3, und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Das könnte gefährlich werden. Sehr gut reingespielt. Schwache Flanke, kein Problem für die gegnerische Abwehr. Und jetzt der Schuss. Da ist das Tor. Und der Latte ins Tor. Was war das? Nein. Etwas Glück dabei im Abschluss. Ja, der Ball war noch an der Latte. Unklar. Das war schlecht. Oh, das war gut. Schon nach 6 Minuten der erste Treffer. Schön, das kann gerne so weitergehen. Tor, wirklich. Schönes Tor. Jetzt Tomis. Sommer. Das sind wir mal wieder bei Frauenfußball. Das weiß ich nicht krank. Ja, wird das eine Torchance? Warum? Kabilabili. Alter. Warum kann ich Frauenfußball nicht? Mach weiter. Alter, nein, Mann, was ist los? Und gleich noch ein Treffer hinterher. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Nun Laudea. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Sehr gut aufgepasst. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Einwurf für Deutschland. Ah, können wir nach dem Spiel bitte Herrenfußball wieder spielen? Bitte. Nun Marouchan. Da hat sie gut aufgepasst und kann dazwischen gehen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Flanke kommt gut rein. Die Flanke kann sie gut abfangen. Und Tomis. Jetzt kann sie an den Ball kommen. Jetzt Laudea. Das könnte die Chance werden. Die Leonie Meyer. Schade. Gut gemacht. Sie kann hier das Gegentor verhindern. Der Ball im Aus. Eckball für die DFB-Frauen. Dann nimmt sie hier den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt ein Schuss. Da passt sie gut auf. Und mit Boah. Der Faust kann sie hier retten. Das habe ich auch noch so noch nicht gesehen. Hammer. Und jetzt gibt es Ecke für die deutschen Frauen. Super Aktion, gut geklärt. Und da zieht sie ab. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Wieder so knapp. Guck dir das aber an. Okay, ja, es waren 2 Meter, ja, aber. Pop am Ball.
Das könnte eine Gelegenheit werden. Hallo? Abgefangen, gut gemacht. Geht überhaupt nicht. Jetzt Anja Mittag. Steil gespielt, gute Idee. Und Le Sommer. Bruder. Hey Daniel. La Vosgée. Jetzt kann sie an den Ball kommen. Nun Le Sommer. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Zuspiel. Foul, Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Bitte nicht. Bitte. Rote Karte und Freistoß nein. An einer ganz gefährlichen Stelle. Geht der Ball jetzt auf den Ball, wäre das richtig hart bitte, für die bitte, gib mir nicht ein. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Die Grätsche hat nicht gepasst, richtig hier auf Foul entschieden. Was macht denn hier jetzt so ein Staatskinder Elfmeter, aber das ist genauso schlimm. Scheiße. Boah, jetzt fickst du mich gerade richtig, Alter. Naja, ich hab dich auch schon oft genug gefickt, also von daher. Nee. Nein. Bitte nicht. Hier bitte. Kommt der Ball. Der Ball kommt gut, aber er geht nicht rein. Schade, ganz das war eine richtig gute Chance. Dani, was spielst du? Guter Freistoß, oder? Der hätte ja fast gepasst. Viel hat er nicht gefehlt, vielleicht ja beim nächsten Mal. Jetzt an der Mittag. Jetzt haben sie den Ball verloren. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Steil gespielt. Das, boah, das war so knapp, das hier. Ohne Witz. Alter. Domo. War es jetzt auch mit dem Schubsen. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Weißt du, bei dir macht das ist immer geil. Du tust mich da rumschleudern, ja, und der Schiedsrichter sagt nichts, aber wenn ich mal was mach, ne? Wenn ich mal was mach, das ist immer geil. Ja. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Du musst das jetzt echt. Alexandra Popp jetzt. Boah. Ich will jetzt mit mir anfangen. Sie hat den Ball. Gutes Tackling. Mittag. Jawohl. Fantastisches Tor. Geht doch. In Unterzahl erzielen sie hier ein Tor. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ganz so gar nicht, Wolf. Aber das machen sie gut. Anstatt sich nur hinten reinzustellen, versuchen sie selbst was nach vorne. Hier mit Erfolg. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Mairi. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch einen Platzverweis kriege, Alter. Das würde ich schon heftig machen. Nun, Ori. Das sieht so. Das gibt Freistoß. Jo, das war überhaupt nichts. Führ doch den Freistoß mal schnell aus. Schauen wir doch mal drauf. Hier ist der Treffer. Aus der Distanz das Tor. Super, ah, das gemacht. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meinst du, Buschi? Okay, ja. Das war ein gutes. Sie kommt raus und hat den Ball. 4 Minuten gibt's als Nachspielzeit. Was macht denn schon wieder? Geht er rein? Hier. Man merkt, boah, sie will hier noch. Wenn das so ein Lupfer gewesen wäre, Alter. Sie ja gerade die Möglichkeit. Nee. Aber sie setzt den Ball am Tor dafür vorbei. Geht er alles an jetzt. Der Angriff ist jo, erst ich wurde schon wieder gefoult. Da hinten ist den Kammer. Doch gar nicht. Doch. Ey, was noch? Mairi. Okay, halt. Die erste Hälfte. So. Ich mach noch den Ausgleich.
Dani, was hältst du eigentlich von South Park? Nix, alles gut. Ich mag's einfach nicht, okay? Also. Eine neue Stürmerin soll jetzt für den Ausgleich sorgen. Viel Zeit nicht mehr, da ist diese Einwechslung absolut verständlich. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ein Armball. Boulot. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kann sie an den Ball kommen. Jetzt Pop. Aber South Park, ich mag's einfach nicht. Keine Ahnung. Und laut er. Ist das der Ausgleich? Den Ball kann sie festhalten. Klasse gemacht. Nun Ori. Ja, sag ja. Abeli. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ganz einfach an den Ball gekommen. Domo. Pass auf die Außenbahn. Sehr guter Einsatz. Und Ori. Nein. Und Renard. Sehr gut aufgepasst. Schön angetäuscht, die Grätsche. Das könnte eine Gelegenheit werden. Defensiv machen sie es gut. Henri. Den Ball holt sie sich völlig problemlos. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Langsam lerne ich's. Da kommt der Schuss. Und die Chance lässt sie liegen. Das war die große Möglichkeit zum Ausgleich. Puh. Wird das eine Torchance? Ah, oh, das könnte es sein. Der Ball ist drin. Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach zwei Toren Rückstand. Und damit gleichen sie hier aus, obwohl sie nur noch zu 10 auf dem Platz sind. Tolle Moral, passiert, die sie hier nach dem Platzverweis zeigen. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Sie schaffen hier wirklich noch den Ausgleich. Lavogé. Busalia. Oh. Ein Armball. Boulot. Dann streng dich mal an. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Flanke kommt gut in den Strafraum rein, trotzdem abgefangen. Klasse Technik. Lavogé. Super Flanke. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Das könnte gefährlich werden. Und wieder ein super Tackling von ihr. Gute Leistung. Und Thomas. Gutes Tackling. Was war das? Lavogé. Nein. Ja, aber was ist das? Nein. Das gibt Einwurf für Frankreich. Schneller. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nun Elodie Thomas. Boulot. Domo. Alter. Sehr guter Einsatz.
Lavogé. Abeli. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schöne Flanke. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Nun Elodie Tomis. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Und wieder ein Foulspiel und wieder eine Karte. Und dabei sind sie schon in Unterzahl, das müsste doch Warnung genug sein. Das war nicht regelkonform. Richtige Ach komm, das geht doch noch. Die Grätsche hat nicht gepasst. Richtig hier auf Foul entschieden. So schlimm war es gar nicht, aber jetzt will man gleich wieder Herrenfußball gehen. Boah. Schlimm. Das war schon wieder so knapp, gell? Ja, na, es ging noch, es ging noch. Der andere war knapper. Die Fans ja. wollen natürlich den Sieg und beschweren sich hier. Busalia, der Ball ist im Netz und Alter. Damit liegen sie vorne. Alter. Dicker, was ist los mit dir? Ein klasse Treffer, Berghoff. Was ein Ding. Ja, das hat sie klasse Boah, gemacht. Boah, Alter. Banne. Gut gemacht, Chris. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Lavogé. Konnte ich aber auch nicht halten, sei mal ehrlich. Das könnte die Chance werden. Das war umgekehrt. Und klasse durchgesetzt. Also da, wo ich stand. Gut aufgepasst. Jetzt vielleicht. Da passt halt. Gut. Da ist sie auch. Oh, der Ball. Ist an die Latte. Der ist oben an die Latte. Ball im Tor aus. Die Französinnen jetzt mit der Ecke. Dicker. Warte, ich will das sehen. Wie die Idee. Der war an die Latte dann noch. Halt, der. Das war jetzt auch geil, ohne Witz. Mach. Alter, mach mal. Rena! Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Und jetzt ein Schuss. Und den Ball hat sie. Da musste sie aber auch hin, sonst wäre das schon der zweite Treffer gewesen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Busalia. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Mit einem Tor liegen sie vorne. Jetzt nochmal zittern. 5 Minuten sind es noch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Laudea. Und die Chance lässt sie liegen. Das war die große Möglichkeit zum Ausgleich. Hä? Von meiner auch noch. Ja, von meiner, ja. Fotze. Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht gesagt, ja? Die Schiedsrichterin entscheidet hier auf Vorteil. Und jetzt der Schuss! Gut gemacht, sie kann hier das Gegentor verhindern. Das könnte eine spielentscheidende Szene werden. Es gibt Eckstoß. Die Chance per Kopf. Der What the fuck? Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinns-Schlussphase. Digga! Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Klasse Ecke und dann natürlich Alter. Auch ein richtig guter Abschluss. Ich schwöre, damit habe ich nicht gerechnet. Ich schwöre auf alles. Hammer. Nee, es ist echt ein geiles Spiel, ist das gerade. Ohne Witz, es ist ein richtig geiles Spiel. Da kann man nur den Hut ziehen. Sie zeigen eine tolle Moral Hammer. Und holen sich hier den Ausgleich. Lavogé. Mit dem Ball Richtung Gegner. Und ich bin Tor. Ein Mann weniger, überleg mal. Der Ball kommt gut. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Lavogé! Jetzt haben sie es! Da ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Ich hab dir doch gesagt, und hier das sehen wir nochmal diesen Führungstreffer in der Nachspielzeit. Und nach menschlichem Ermessen wird das wohl auch der Siegtreffer sein. Ich glaube nicht, dass die anderen hier nochmal ausgleichen. Fuck, Alter, nee. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, war's, es ist nicht mehr viel Zeit, um von meiner Seite ja. Jetzt kann sie an den Ball kommen.
Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ja, ja, klares Foul. Es gibt Freistoß. Ja. Ja. Danke. Das ist immer im Ernst, das ist ein geiles Spiel, gell? Mal im Ernst. Doch, das ist ein richtig geiles Spiel. Komm, kick das Ding weg, dann ist es aus. Ja. Sieg für Frankreich, das Spiel ist zu Ende. Ich würde sagen, das ja, ist ich denke, diese Partie hätte auch gut und gerne unentschieden ausgehen können. Ja, ja. Und das hätte sich keiner groß beschweren dürfen. Nee, das stimmt. Richtig eng, aber in den entscheidenden Momenten waren wollen wir uns von dem Spiel nochmal alles angucken? Kommt jetzt. Sehr gut reingespielt. Schwache Flanke, kein Problem für die gegnerische Abwehr. Und jetzt der Schuss! Boah, das war ein Hammer-Treffer. Ja, 1-0 stand es da für dich. Kabila Billy! 2-0 direkt danach. Wieder ja. Tor! Das ist ein Lauf auf einmal gehabt, ne? Rote Karte und Freistoß an einer ganz gefährlichen Stelle. Geht der Ball jetzt auch noch rein, wäre das richtig hart für die Mannschaft. Mittag. Ein fantastisches Tor. Wird das eine Torchance? Ah, oh, das könnte es sein. Ja. Die Fans wollen natürlich den Sieg und beschweren sich hier. Busalia. Boah, das war dann 3-2. Das war auch der Hammer. Ich bin voll gegen die Stange. Da kommt meiner. Die Chance per Kopf. Ja, aber guck mal, deine Junge, die konnte nicht halten. Ohne Witz, der war Hammer. Konnte nicht halten. Der Ball kommt gut. Rein. Gute Flanke, aber noch das besser ist das verteidigt. Ja, abgefälscht. Sonst wäre der nicht rein. Scheiß Tor, Alter. Das war's. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber. Sehr gut reingespielt. Halt so. Schwache Flanke, kein Problem für die gegnerische Abwehr. Und jetzt der Schuss. Ne, Alter.